Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der 31. Spieltag steht an. Wie ihr es sicherlich in der Videoüberschrift gelesen habt, es gibt diesmal keine Konferenz. Das war wegen der englischen Woche einfach zeitlich nicht möglich, nicht umsetzbar, nicht zu Donnerstag, nicht zu Freitag. Das wäre auch Samstag wahrscheinlich nicht gegangen. Das sind die Spiele im Überblick. Wir haben allerdings die Situation, dass das Spiel Schalke gegen Hertha verschoben ist und dementsprechend habe ich das hier auch noch nicht in der Prognose. Es wird ja irgendwann nachgeholt und dann wird auch die Prognose nachgeholt. Sie wird dann irgendwann einzeln hier auf dem Kanal kommen. Jetzt geht's aber los mit dem Spiel Augsburg gegen Köln. Viel Spaß dabei, bleibt fair in den Kommentaren und los geht's. Zuletzt hatte es der FC Augsburg tatsächlich mal geschafft, kein ganz schlimmes Spiel zu machen. Gegen Frankfurt langte es aber nicht zu Punkten. Nun zu Gast der 1. FC Köln und die Geißböcke waren siegreich unter der Woche gegen RB Leipzig. Das gibt natürlich Auftrieb und selbstbewusst. Dementsprechend traten sie auch an die in Rot gekleideten Gäste. Der erste Abschluss hier allerdings noch relativ ungefährlich. Köln blieb aber dran, der komplette erste Durchgang nur in der Hand. Von rechts nach links gespielt vom 1. FC Köln. Elias Skiri in der 45. Minute, dann auch folgerichtig mit dem 1:0. Die Fuggerstädter, sie traten nicht wirklich gut auf und mussten jetzt weiterhin darauf hoffen, dass sie nicht irgendwie in der Tabelle noch überholt werden. Und diese Gefahr, sie besteht. Und deswegen mussten sie jetzt auch selber was nach vorne tun. Vargas bringt den Ball in die Mitte. Niederlechner. Solche Chancen lassen sie sich normalerweise nicht entgehen. 59. Spielminute, Köln komplett offen. Aber Timo Horn rettet in allerletzter Instanz. Plötzlich dann ein Durchbruch auf der anderen Seite und Köln war heute auch die effizientere Mannschaft. Was für ein Pass, André Duda bleibt dann eiskalt vor Giekewitz und schiebt den nur noch ein. Weniger als 20 Minuten noch zu spielen. In der 72. Minute gab es dann die Entscheidung, abermals Duda, Vorlage Hector. Hector Doppeltorschütze gegen Leipzig, heute wieder eher in der Vorbereiterrolle. Rex Bischai mit der Hacke zu Drexler, der scheitert dann Giekewitz. Aber auch das zeigt nochmal, was hier los war. Duda gewinnt ein Kopfballduell gegen Jauve Leo. Ein klares Zeichen, was das bedeutete. Köln wollte es mehr und Köln hatte auch die bessere Spielanlage. 90 Minuten vorbei, 0:4. Fette Packung für den FCA. Freiburg gegen Hoffenheim. Zwei Mannschaften, die mittlerweile relativ ruhig durch die Saison gehen können. Bei Hoffenheim sah es lange nicht so aus, aber das 3:2 gegen Gladbach war wohl der Klassenerhalt. Freiburg kann nochmal nach oben schauen. Ja, die Möglichkeit auf Europa, sie besteht. Hoffenheim aber mit der besseren Anfangsphase. 10. Spielminute. Florian Müller muss hier eingreifen. Schuss aus spitzem Winkel. Nicht ungefährlich, aber auch ein Ball für den Keeper. Eine unterhaltsame Partie von Hoffenheim, durchaus selbstbewusst geführt. Kramaric legt den Ball nochmal nach hinten. Ilas Bebou mit dem Kopf. Geht dann aber knapp vorbei am rechten Pfosten. Die Sinsheimer waren schon die bessere Mannschaft. Freiburg aber auch durchaus mit gefälligem Fußball. Dann gab es Aufregung kurz vor dem Seitenwechsel im Strafraum der Hoffenheimer. Richards mit dem Foul geht hierzu robust rein in Jonathan Schmid. Somit die Möglichkeit für Ermedin Demirovic zum 1:0 gegen Oliver Baumann und der behält auch die Nerven unten rechts rein. Fantastisch getreten, super platziert. Der ist nicht zu halten, selbst wenn Oliver Baumann die Ecke geahnt hätte. 45 Minuten von der Uhr, 1:0 für Freiburg. Eher ausgeglichenes Spiel mit Tendenzen pro Hoffenheim, aber das Tor erzielte der Sportclub. Der zweite Durchgang plätscherte allerdings dahin. Hoffenheim konnte sich nicht mehr so richtig aufbäumen. Wir sind schon in der Schlussphase. Kalle Rabeck mit einem schönen Pass zu Ilas Bebou. Aber Florian Müller war ein weiteres Mal nicht zu überwinden. Hält mit dieser Superparade das knappe 1:0 fest, bei dem es dann auch blieb. 90 Minuten unterhaltsamer Fußball. Die zweite Hälfte flachte ein bisschen ab und Freiburg bringt den Spielstand über die Zeit.
Der VfL Wolfsburg hat sich wohl rehabilitiert, jetzt aber im Top-Duell müssen sie sich mit dem BVB messen. Bei den Gästen fehlt Hummels gelb gesperrt. Aber nach vorne war das wieder volle Kapelle. Reus zu Erling Haaland. Und der hat jetzt auch wieder das Glück im Abschluss. Reus hat hier lange den Ball, dribbelt da Lacroix aus. Haaland entwischt John Anthony Brooks und so steht es dann 1-0. Jetzt der Fehler von Otavio. Darf man sich nicht erlauben. Jadon Sancho, Castile scheitert in der richtigen Ballabwehr, klärt direkt vor die Füße von Haaland. Und so stand es dann 0-2. Wolfsburg, kein schlechtes Spiel, aber nach vorne dann doch zu wenig und hinten viel zu anfällig. Jadon Sancho, 43. Spielminute, 0-3. Ja, und plötzlich Castils wieder mal oft geschlagen, das letzte Heimspiel gegen die Bayern. Ja, da musste Kuhn Castils auch häufig hinter sich greifen. Springen wir in den zweiten Durchgang. Der VfL Wolfsburg probierte aber nochmal das Ganze irgendwie spannend zu machen. Gerhard legt zurück, Weghorst aber mit dem unglücklichen Schuss, beziehungsweise nicht ganz so schlechten Schuss, der aber von Hit super pariert wird. Das Glück auf Seiten der Wolfsburger. Heute hatten sie es eben auch nicht bei sich. Der BVB kam dann nochmal. Flanke von Reus, aber wirklich gefährlich wird es nicht. Castils hat den Ball. Es blieb beim 0-3. Der BVB gewinnt. Ziemlich deutlich, vielleicht ein Treffer zu hoch, aber das ist eine Ansage in Richtung der Champions League Plätze. Der erste FSV Mainz 05 ist in super Verfassung. Nun zu Gast der FC Bayern München und das ist dann doch nochmal ein anderes Kaliber als auswärts beim SV Werder Bremen. 1-0 Gewinn. Bayern schlug ganz souverän Bayern 04 Leverkusen. Erste Chance, die man wirklich mal erwähnen musste, kam dann in der 27. Minute. Also die Bayern ja hart auf Meisterschaftskurs und hier ist dann so ein Treffer durchaus schon drin gewesen. Robin Zentner aber mit einer guten Parade. Der FC Bayern München spielte weiter nach vorne, im Bewusstsein an diesem Spieltag die Meisterschaft klar machen zu können. Choupo-Moting, jetzt hat es geklappt. 44. Spielminute, 1-0 für die Gäste, auch der verdiente Treffer. Der erste FSV Mainz 05 fiel gut dagegen, aber konnte wirklich die komplette Offensive der Bayern nicht ganz stilllegen. Zweiter Durchgang, wieder die in schwarz gekleideten Gäste. Aktiver Pavards, Flanke von Mwene, abgefälscht im Strafraum, dann David Alaba mit dem Kopfball. 0-2, 54. Spielminute. Und jetzt schnupperte es nach Meisterschaft. Ein Dreier würde reichen und dann ist es auch egal, was Leipzig macht. Aber der erste FSV wäre nicht die Mannschaft von Bo Svensson, wenn sie es nicht bis zum Schluss probiert hätte. Onisivo, Boetius, Adam Scholloi mit dem 1-2 in der dritten Minute der Nachspielzeit. Ein Funke Hoffnung, der allerdings zu spät kam. Ein tapferer, ein couragierter Auftritt der Mainzer reicht am Ende nicht. Das Spiel endet mit 2-1 und jetzt ist es auch dingfest. Der FC Bayern München ist mal wieder deutscher Meister. Der erste FC Union Berlin an der alten Försterei. So ein richtiger Schreck von Favoriten. Jetzt kam der SV Werder Bremen nicht unbedingt der Favorit, beziehungsweise fast im Gegenteil. Da tun sich dann die Eisernen auch traditionell mal etwas schwerer. Werder Bremen mal wieder auf Umschaltaktion spezialisiert. Rashica, boah, das ist ein satter Abschluss. Auch eine gute Parade von Lute kam dann im Endeffekt doch etwas zu zentral, dieser Spannschuss. Werder Bremen aber schon gut drin in dieser Partie. Rashica mit einer Dribbeleinheit, Augustinsson, Füllkrug wieder, Milot, Rashica. Andreas Lute muss wieder eingreifen, Viertelstunde gespielt und Union tut sich tatsächlich gegen die Mannschaften von ganz oben daheim etwas leichter. Kurz vor der Pause dann aber auch mal der Gastgeber mit Keita Endo und Max Kruse. Kurzer Übersteiger gegen seine Ex-Mannschaft. Ob da überhaupt noch Spieler von damals mitspielen, sei mal dahingestellt. Pavlenka aber mit einer super Parade hier kann er den Ball zur
Ecke klären. Aus der passierte erstmal nichts, 0:0 nach 45 Minuten, Werder Bremen in der Anfangsphase deutlich besser, Union Berlin wurde dann aber auch stärker. Seitenwechsel vollzogen, Werder Bremen bekommt den Ball nicht geklärt, Augustinsson verliert den an Musa, Ingvardsen und Robert Andrich bekommt den Ball von Prümmel wieder und macht das 1:0. 60. Minute, 1:0 für den ersten FC Union Berlin und Werder Bremen muss jetzt was liefern. Eine Niederlagenserie können sie sich aktuell nicht mehr weiter erlauben. Irgendwann muss sie ja auch mal enden. Sie probierten es nochmal mit Möwald und mit Milot Rashica, aber Knoche dazwischen. So blieb es beim knappen 1:0 für Union Berlin. Nicht unverdient, aber irgendwie hätte der SVW auch zumindest einen Punkt mitnehmen können. Sie schaffen es nicht und der Blick richtet sich immer weiter nach unten. Topspiel am Samstagabend. Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Leverkusen noch die letzte Minimalchance nutzen, irgendwie in die Champions League zu kommen. Frankfurt ist auf dem allerbesten Weg dorthin. Frankfurt unter der Woche gewonnen, Bayer Leverkusen verlor. Und dann das. Was war hier bitte los? Frankfurt setzt nach. Dragovic mit dem Rückpass und Radetzky verschätzt sich und tritt gegen den Pfosten. 1:0, Eigentor, was für ein Treffer. Und Leverkusen, ja, sie hatten unter Hannes Wolf eine ganz gute Phase, aber gegen die Bayern bekamen sie dann vor allem im ersten Durchgang die Grenzen aufgezeigt. Nun versuchten sie Frankfurt durch die Mitte zu schlagen und es gab eine gute Möglichkeit hier eben gesehen, aber Kevin Trapp war schneller. So stand es nach 45 Minuten 0:1. Eintracht Frankfurt setzte dann auf Konter. Jovic mit dem Superpass zu Philipp Kostic, den legt da nochmal quer. Daichi Kamada ist mitgelaufen, normalerweise dann einer für André Silva, aber der macht ihn am liebsten mit dem Kopf. Flach für Kamada serviert, Kostic mal wieder überragend. 0:2, Leverkusen hatte jetzt nichts mehr entgegenzusetzen. Kamada mit der Hacke zu Philipp Kostic, 0:3, es wurde richtig deftig für Leverkusen. Und die letzten Hoffnungen, irgendwie in die Champions League einzusteigen, sie schwanden hier von Sekunde zu Sekunde. Dann nochmal dieser Pass von So auf André Silva. Es gab sogar noch das vierte. 87. Spielminute. André Silva, der Torjäger vom Dienst, hatte also auch noch seinen Treffer bekommen. Und so endet es mit sage und schreibe 0:4. Deutlich zu hoch am Ende, aber Leverkusen war schwächer. Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. RB Leipzig muss sich damit abfinden, dass es mal wieder nicht zur Meisterschaft gereicht hat. Ja, Anspruch und Wirklichkeit ist die Frage, in welchem Verhältnis das hier steht. Aber die Champions League, die ist so gut wie gebonkt, wenn sie das nicht eventuell sogar schon ist. Trotzdem wollte man dem VfB Stuttgart hier keine Chancen geben und so spielten dann auch die Spieler von Julian Nagelsmann erste gute Möglichkeit, aber Gregor Kobel, ja, ein Schlussmann beim VfB Stuttgart, der für den Aufschwung des Aufsteigers in diesem Jahr steht. Auch wenn zuletzt ein bisschen die Luft raus war bei den Schwaben, das sah man auch hier. Und Leipzig hatte Lust und war gefordert. Vor allem die Pleite gegen den ersten FC Köln unter der Woche, die war doch arg unnötig. 1:0 Emil Forsberg nach 30 Minuten bedeutete auch den Halbzeitstand, war alles in allem auch verdient. Doch der VfB Stuttgart, er machte sich nochmal Gedanken und bekam auch Möglichkeiten. Förster mit der Hacke zu Kalajdzic, super durchgespielt, aber Wataru Endo, er verzweifelt an Peter Gulaschi, der Ungar mit einer Sensationsreaktion fischt ihn raus. So bleibt es beim 1:0. RB Leipzig also im Glück, dass es noch 1:0 stand. Jetzt wurden sie nochmal stärker und der VfB leistete sich diesen Fehler, den Nordi Mukiele ausnutzt. Mit etwas Glück, 83. Minute, 2:0. So darfst du den im Strafraum nicht spielen.
Endergebnis 2-0 für Leipzig. Der VfB Stuttgart wird sich mit dem Tabellenmittelfeldplatz aber auch abfinden können. Zum Abschluss des 31. Spieltags trafen Gladbach und Bielefeld aufeinander. Die Gäste aus Bielefeld, sie sind euphorisiert. Das 1-0 gegen Schalke, unglaublich wichtig, aber auch unglaublich verdient. Er war der Siegtorschütze. Fabian Klos verschoss sogar noch einen Elfmeter, aber trotzdem, Mann des Spiels war wohl er. Und hier hätte er das 1-0 für die Gäste markieren können. Gladbach brauchte eine Weile, um sich reinzufinden. Das 3-2, die Niederlage in Sinsheim, sie hatte doch Spuren hinterlassen. Diese wurden in der 19. Minute aber von Alassane Player erstmal übertüncht, weil sie das einfach gut ausspielten und kalt waren im Abschluss. Das fehlte Arminia Bielefeld. Der zweite Durchgang sah dann ähnlich aus. Bielefeld nicht schlecht, doch der Abschluss im Endeffekt immer etwas zu ungefährlich. Gladbach machte es deutlich besser und hatte dann vielleicht auch die individuelle Qualität in der Spitze, das besser zu machen. Alassane Player mit dem Doppelpack, 2-0, das Endergebnis an diesem Sonntagabend. Die letzten europäischen Hoffnungen, sie keimen noch einmal auf und Bielefeld ist ganz klar, da geht der Blick weiterhin nach unten, aber sie haben trotzdem noch allerbeste Chancen. Jo, das soll es dann wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lass doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ab der nächsten Prognose wird es auch wieder ausführlicher und länger und mit Konferenz. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, haut rein und adios.